Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 26. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und ein platonischen Monat dauert etwa 2000 Jahren. Dezember 2012 haben wir die Fischenzeitalter verlassen und hat die Wassermann-Zeitalter begonnen und wir leben in diesem platonischen Monat. Diesen platonischen Monat, diese Wassermann-Zeitalter dauert etwa bis Jahr 4000, dann übergehen wir, das werden wir nicht erleben, aber dann übergehen wir in die Steinbock-Zeitalter. Das, was die Maya-Kalender auch verkündet hat, wir übertreten in einen anderen platonischen Monat, einen anderen Zeitrechnung. Die indische Astrologie berücksichtigt nun diese Bewegung. Diese Bewegung nennt man Präzession und sie berechnen die Horoskopen anders. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo die beiden Lichter und die Planeten sich bewegen in diesen Tageshoroskopen, das anderes ist als die westlichen Astrologie. Also nicht wundern. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Hier bewegt sich die Sonne. Suraya heißt in indischen Mythologie die Sonne. Suraya oder die Sonne ist in Tierkreiszeichen Wassermann und das ist für unser Leben die wichtigste Monatsthema, loslassen, im Leichtigkeit bleiben, aufatmen, von allem verabschieden, was uns bedrückt, was Luft und Kraft raubt. Außerdem ist wichtig bei dieser Wassermann-Energie, unseren Ideen, Gedanken umsetzen im Tag. Das ist die Ideenreichtum. Mond hat verschiedene Namen. In indischen Mythologie, eine davon ist Soma. Mond oder Soma befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist Wasserelement. Mond aktiviert dadurch unsere Gefühle, aktiviert unserem Unbewussten, aktiviert auch unsere Träume. Und die Träume können auch eine Botschaft sein, weil das ist die Sprache der Seele. Und das bedeutet nicht, dass alle Traum eine wichtige Bedeutung hat, weil im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung, wir vergessen das auch. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen, und bleibt in Erinnerung und ist lebendig, dann ist das die Sprache der Seele und die Traumdeutung entziffert es. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen. Ich liebe das auch und ich deute sehr gut die Träume. Und bei dieser Mondenergie, was einen Einfluss hat auf unserem Unbewussten, Einfluss hat auf unseren Gefühlen und unseren Träumen, hier im Wasserelement, gerade bei Skorpion, wo um die Tiefe auch geht, kann auslösen, dass wir gerade intensivere Träume haben. Und vor allem, Mond bewegt sich in ein Mondhaus, was die indische Astrologie als Anuradha nennt.
Und diese Anuradha bedeutet auch Hellsichtigkeit, Spiritualität. Akrab bestrahlt diesen Bereich und Akrab, dieser Stern, befindet sich in der Tierkreiszeichen Skorpion oberhalb von Auge von Skorpion. Und die indischen Astrologen sagen dazu, das ist die dritte Auge, öffnet sich hier etwas, wir schauen in die Tiefe und aktiviert hellsichtigen Fähigkeiten. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie, natürlich steht mit Mars in Verbindung. Mars ist im Widder, Widder steht in Verbindung zum Mars-Energie, weil Mars ist die Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen wieder. Das heißt, diese Kraft kommt jetzt im Ausdruck, kann sich entfalten ohne Hindernisse. Und es ist die Mut, die Kraft, etwas in Bewegung setzen oder uns durchsetzen und stärkt uns, gibt uns auch die Mut, etwas Neues starten, uns behaupten, die wieder zeigt auch Neuanfang. Mars ist natürlich auch der Mann und es wirkt auf die Männer und viele Männer haben gerade die Kraft und Mut, sich behaupten, sich durchsetzen und einige Männer starten einen Neuanfang, entweder beruflich oder trennen sie sich und starten einen Neuanfang, eine neue Beziehung. Ist auch möglich. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, aber wird mit ein D geschrieben. Ich habe hier ein Bild und hier ist Buddha mit 2D geschrieben und das bedeutet schon die Erleuchtende. Das ist natürlich eine andere Position, aber ich verbinde trotzdem diese Karte mit Merkur. Merkur ist in Fischen. Natürlich, hier handelt es sich um Gespräche, Handlungen und das ist sehr gefühlsvoll, sehr emotional. Entweder öffnet man sich und spricht man über Gefühle, bringt man das im Fluss, das ist eine fließende Energie. Oder die ganze Gespräche sind mit Gefühlen aufladen. Natürlich kann das die Begeisterung sein oder Dankbarkeit oder Hingabe, aber Gefühlsebene kann auch Wut auslösen, gehört auch zu unserer Stimmung. Jupiter befindet sich in Skorpion, Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Ich setze Indra zum Skorpion. Natürlich, Jupiter gibt uns Chancen, Möglichkeiten, vergrößert auch etwas. Was vergrößert Jupiter gerade? Das ist die tiefen Gefühle. Das erleben wir jetzt gerade viel, viel intensiver. Und für die Skorpiongeborenen speziell haben sie mehr Möglichkeiten, Chancen, sich behaupten im Leben. Oder die Skorpion-Aszendent natürlich haben ganz andere Auftreten. Sie präsentieren sich selbst anders. Das ist auch die innere Kraft, was hier auch in Ausdruck kommt bei Skorpion-Energie. Und Jupiter zeigt es auch, steht zu deiner Größe, zeigt es auch nach außen. Du musst dich nicht verstecken. Das ist halt eben bei Skorpion-Aszendent. Venus ist in Tierkreiszeichen Steinbock, Lakshmi. Steht mit Venus in Verbindung. Lakshmi, diese Schönheit, ist im Steinbock. Das ist weibliche Energie und Steinbock zeigt uns Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, immerhin Erdeelement. Das ist typisch bei jedem Erdeelement, aber die Steinbock auch Ziele setzen, das nicht aufgeben, geduldig zu sein. Und das in verschiedenen Lebensbereichen möglich bei uns Frauen.
Aber Venus vertritt auch die Liebe, Partnerschaft, und das erleben wir im Allgemeinen, auch die Männer, wie wichtig das ist, gerade Sicherheit, Stabilität, Struktur, Ernsthaftigkeit in die Beziehung. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Skanda steht in Mythologie mit Saturn in Verbindung. Skanda ist im Schütze. Und damit endet sich die persönlichen Planeten. Und diese Planeten, dazu noch die beiden Lichter, wirken auf unserem Alltag, wirken auf unserem Leben, unserem persönlichen, auch ändert sich dadurch oft auch unsere Persönlichkeit, weil wir stehen in diesem Einfluss. Die Elemente, die vier Grundelemente sind Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Mars und Saturn ist im Feuerelement, Venus ist im Erdeelement, Sonne ist im Luftelement, Mond, Merkur, Jupiter ist im Wasserelement. Natürlich ist die Wasser betont, das sind die Gefühle. Dann hier kommt auch viel Kraft durch die Feuerelement, die Stärke, wie wir uns durchsetzen können im Leben. Monatsthema ist hier Luftelement, Wassermann, in die Liebe, Partnerschaft. Und für uns Frauen ist aber die Erdeelement betont. In allen Elementen fließt Energie, das heißt, das ist schön ausgeglichen. Ganesha hütet die Astrologie, deswegen sitzt in die Mitte Ganesha und hilft uns bei jedem Neuanfang, auch wenn der Tag beginnt, und bringt Glück bei allem Neuanfang. Und jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus im Widder. Umbrüche, Veränderungen sind möglich. Neptun ist im Wassermann, zeigt unseren Träume, Visionen, Kreativität. Und Pluto stärkt unsere inneren Kraft, hilft bei Loslassenprozessen. Pluto ist im Schütze. Die Verbindungen. Sonne Mars steht in einer schönen Verbindung. Beide ist männliche Energie. Sonne kann der Vater sein oder der Chef, natürlich Mars der Mann. Und die beiden Männer stehen gerade in einer guten Verbindung. Und das bedeutet im Alltag, viele Männer haben mit ihrem Vater gerade einen guten Kontakt oder kommen besser klar mit dem Chef. Mond und Mars steht in einer Verbindung. Und diese Verbindung heißt Quinkung. Mond und Mars. Mond und Mars. Und diese Verbindung bedeutet, ich kann das bildhaft so erklären. Stellt euch vor, es ist ein Pendel vor euch und jemand fragt, ihr sollt vorher sagen, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen. Was würdet ihr antworten? Ihr würdet sagen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht nach links, vielleicht nach rechts. Könnte aber auch sein, dass es einfach stehen bleibt. Man kann nicht einschätzen. Natürlich dadurch entsteht eine gewisse Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, dieser Quinkungsaspekt, denkt wirklich auf diesem Pendel, das löst bei Männern etwas aus, bei ihren Gefühlen. Mars oder Agni ist die eine Pol und Soma oder Mond ist die anderen Pol. Und so sind sie miteinander verbunden. Bei Mond kann um Mutterthemen handeln. Dass die Männer sagen, ja, jetzt weiß ich auch nicht, was meine Mutter meint. Oder kann auslösen, oh, soll ich meine Mutter anrufen? Ja, da müsste ich auf allem ein, ja, ich weiß es nicht, wie sie reagiert. Natürlich, Mond hat auch mit Gefühlen etwas zu tun, wo die Männer dann einen inneren Dialog haben und sagen, ja, ich weiß es nicht, ist das richtig, wenn ich jetzt über Gefühlen spreche? Ja, Merkur würde das schon sagen.
hier Merkur im Wasserelement, also ich sollte das schon ansprechen, aber ja, vielleicht ist das nicht so männlich, dann ist vielleicht besser, wenn ich gar nichts sage oder mich zurückziehe. Diese vielleicht entsteht bei Männern gerade und Thema ist die eigenen Gefühle oder Mutterthemen, Unsicherheit. Merkur-Venus steht in einer schönen Verbindung. Merkur-Venus, das ist schöne Gespräche über Liebe. Oder wir Frauen sollen die Gespräche lenken in diese Richtung, dass die Männer diese inneren Unsicherheit überwinden können. Das ist natürlich möglich, dass wir Frauen sorgen für Harmonie. Und jetzt die Kalender, die Maya-Kalender. Eine Periode endet sich heute und das bedeutet, die sechste Welle endet sich im heutigen Tag. Ab morgen, also ab 27. Februar, beginnt eine neue Welle. Und diese neue Welle, diese siebte Welle, was nichts anderes ist als wie Töne oder Frequenzen, Schwingungen, diese neue Welle, wie immer, dauert 13 Tage lang. Das könnt ihr so vorstellen wie bei uns eine 7-Tage-Woche. Nun, hier bei Maya-Kalender ist eine andere Einteilung. Hier ist die Zahl 13, was die Mayas als Schlüssel, als Code oder als heilige Zahl betrachten. Also ab morgen beginnt eine neue Welle und das dauert dann bis 11. März 2019 und auch ein neues Element beginnt und das ist die Wasserelement. Und das hat einen Bezug zu unserem Unbewussten, das hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Also diese neue Welle löst etwas aus in unseren Gefühlen. Und diese Welle, was ab morgen dann beginnt, ist Regensturm, eine blitzartige Veränderung. Und gerade bei diesem Sturm oder unerwartete Ereignisse, was auf uns zukommt wie ein Blitz, sollen wir in inneren Ruhe bewahren. Egal was kommt, immer in unserem Ruhe bleiben, weil wir können damit rechnen, es kommt auf uns ein großer Sturm oder Gewitter oder Blitz und Donner. Das ist diese Welle, was uns in die kommenden 13 Tagen erwartet. Und unsere Aufgabe ist zu verstehen die Notwendigkeit, weil das führt zum Umbrüche, zum Veränderungen. Und festhalten können wir dann, wenn wir in absoluter Ruhe bleiben. Also in absoluter Ruhe und verstehen, dass dieser Sturm, dieser Gewitter löst aus, dass hier die Hindernisse überwinden werden müssen und hat einen reinigenden Prozess. Das ist ein reinigender Prozess. Es regnet jetzt. Und bei diesem neuen Welle, bei diesen Tagen ist auch wichtig, die inneren Ruhe bewahren, die Richtung bestimmen, nach innen schauen, welche Richtung wollen wir gehen und Prioritäten setzen, die Richtung bestimmen und verstehen, dass dieser Gewitter notwendig ist, weil das ist ein Reinigungsprozess. Das, was uns in die kommenden 13 Tagen erwartet. Und für den heutigen Tag endet sich die sechste Welle mit der Zahl 13 hier. Und diese 13 bedeutet, die Wandlung geht zum Ende. Wir übergehen jetzt in eine neue Entwicklungsstufe. Also wir müssen etwas zu Ende bringen, zum Abschluss bringen und erkennen bei dieser Wandlung die Schönheit
und auch die Wahrhaftigkeit. Die planetarische Kraft ist heute Etznab. Und hier bei diesem planetarischen Kraft oder bei diesem Symbol, was eigentlich hier die Portaltage zeigt, so sieht aus in die ganze Kalender hier die Portaltage, hier in die Mitte verbindet sich, aber das ist eine symbolische Bedeutung. Und hier zeigt sich bei diesem planetarischen Energiefeld ein Spiegel, ein Feuersteinspiegel. Und das heißt, wir sollen die Schatten auch betrachten, die Schattenseite an etwas. Oder wir müssen beide Seiten die Münzen anschauen, damit wir Klarheit bekommen, Erkenntnisse bekommen. Und natürlich all das, was hindert, die Hindernisse durchschneiden. Mir fällt hier ein, die gordische Knoten. Ja, diese Geschichte erzählt auch etwas. Diese gordischen Knoten war ein Problem und die Menschen haben eine Lösung gesucht und keiner wusste, wie sollte man diese Knoten lösen, bis dann Alexander der Große sagt, ja, das ist doch ganz einfach, ich schneide mit meinem Schwert durch, war das Problem gelöst. So können wir das vorstellen. So die Schwierigkeiten natürlich so im Griff bekommen. Die Mondenergie ist die gelbe Samen, kann heißt übersetzt die gelbe Samen. Das bedeutet für uns, unserem Potenzial, Talente, unserem Seelenschätze, unserem Kreativität, das Ausbreiten und Verbreiten wie ein Spinnennetz, heißt auch dieses Symbol übersetzt der Netz. Für die Liebe möchte ich noch etwas sagen. Venus ist im Steinbock und hat einen Einfluss von anderen Sternbildern. Und das ist Altair und Vega und Deneb. Genau in diesem Bereich bewegt sich die Liebesplanet. Ich erzähle die Geschichte dazu aus der chinesischen Mythologie, weil das spiegelt etwas auf unserem Liebesleben. Es gab eine Hirtenjunge, Altair. Die böse Schwägerin hat ihn vertrieben. Und dieser Hirtenjunge hatte kein Zuhause mehr gehabt, also lebte in Natur und oben im Himmel war ein Fee, Lyra. Und Vega hieß diese Fee und diese Vega, dieser Stern Vega, befindet sich im Sternbild Lyra, genau. Also Vega schaute nach unten und dachte, wow, dieser Junge gefällt mir aber ganz gut, oh, ich habe mich so verliebt. Und Vega hat den Himmel verlassen und kam zu diesem Hirtenjunge. Und sie waren ein glückliches Paar auf die Erde. Er blieb die Hirtenjunge und diese Fee wurde Weberin. Bis dann der Himmelskaiser oder die Sonne hat das alles gesehen. Ja, natürlich, die Sonne sieht doch alles und sagte zu seiner Frau, zu der Himmelskaiserin, und das ist der Mond, du schau mal her, diese Fee ist nicht mehr im Himmel. Sie ist bei den Menschen, bei diesem Hirtenjunge. Was machen wir denn? Wir sollten eigentlich zurückholen. Und die Himmelskaiserin hat das bestimmt und hat gesagt, ja, du hast recht, wir holen wieder zurück im Himmel. Und so waren die beiden Liebenden getrennt. Im Himmel ist tatsächlich zwischen diesen beiden Sternen Altair und Vega ist die Milchstraße und die Chinesen saßen in dieser Milchstraße, die gelbe Fluss. Also sie haben in ihren Fantasie erklärt, ja, die beiden Sternen trennt ein Fluss. Und die Mitte des Flusses bildet sich auch ein Winterdreieck, diese drei Sterne zusammen. Da in die Mitte befindet sich Deneb.
Deneb ist die Hauptstern von Sternbild Schwan. Und dieser Deneb dachte, meine Güte, ich kann das wirklich nicht zuschauen, dass die beiden Liebenden sind, die jeden Tag anschauen und sind sie getrennt. Also ich muss was tun. Und Deneb hat eine Brücke gebaut aus Schwanen. Natürlich aus Schwanen, weil dieser Deneb befindet sich im Sternbild Schwan. Also war die Brücke fertig und auf dieser Brücke treffen sie sich die beiden Liebenden, die Hirten Junge, Altair und die Weberin Vega. Und es ist immer im siebten Tag, im siebten Mondmonat und das ist der Tag der Liebe. Das ist wie bei uns Valentinstag. Und diese Geschichte erzählt diese Liebesgeschichte, ein bisschen traurig, diese Trennung, aber trotzdem ist die Brücke da zum Versöhnen. Und genau in diesem Bereich, in dieser Brücke, bewegt sich die Liebesplanet Venus. Also ihr braucht eine Brücke, eine Entgegenkommen oder eine dritte Person hilft bei dieser Liebesangelegenheit. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.